just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen aus dem Chaos. Es sieht Katastrophe aus. Wir waren gerade schon eine Ferienwohnung putzen in dem anderen Haus. Jetzt sind wir zurückgekommen. Jetzt mache ich uns ganz schnell Vareniki. Wenn ihr gestern den russischen Food Hall geschaut habt, dann wisst ihr, was das ist. Das sind diese Teigtaschen mit Kartoffelfüllung, weil es reicht mir heute definitiv nicht zum Kochen. Es ist schon 12:30 oder so. Liana muss schlafen und muss natürlich vorher noch irgendwas essen. Ne, süße Maus? Willst du das essen? Die gehen auch super schnell. Die kommen einfach in kochendes Wasser und wenn sie oben schwimmen, sind sie fertig. Liana bekommt die so, ich esse sie mit Creme Fraiche. Und dann muss ich noch die große Ferienwohnung putzen, während sie schläft. Und hier das ganze Chaos beseitigen. Also ich glaube, heute ist so ein Haushalttag. Und natürlich ein Liana-Tag, ne? Danach gehen wir spielen. Ich muss mich beeilen, ihr hört's. Vareniki, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sind fertig. Die Teigtaschen mit Kartoffelpüree-Füllung. Sieht das nicht fantastisch aus? Also da ist jetzt das Creme Fraiche drüber. Ich zeige es euch mal, wie es drinnen aussieht. Also das ist so, ja wirklich Kartoffelpüree, aber halt voll lecker gewürzt. Und Creme Fraiche obendrauf und diese eingelegten Tomaten, die sind auch richtig lecker. Ich lasse mir das jetzt schmecken zusammen mit Liana und melde mich dann wieder. So, das Mäuschen ist eingeschlafen und ich gehe jetzt runterputzen. Ich bin fertig mit Putzen, bin danach zu Liana. Sie hat sich gerade gemeldet, als ich wirklich nach dem Putzen nach oben gekommen bin. Also perfektes Timing. Ich habe gedacht, ich würde noch ein bisschen mehr schaffen, auch so privaten Haushalt. Aber sie ist dann wach geworden. Da bin ich hoch zu ihr und habe ihr die Brust gegeben. Und dann sind wir beide nochmal für 40 Minuten eingeschlafen. Das passiert relativ oft in letzter Zeit. Liana ist wieder splitterfasernackt, bis auf eine Windel. Übrigens eine Wegwerfwindel. Die Stoffi-Windeln, die mache ich gerade sauber bzw. im Trockner. Weil diese neuen Smart Bottoms All-in-One-Windeln, die ich gerade teste, dürfen in den Trockner. Und jetzt habe ich wirklich keine Stoffwindeln mehr gehabt. Und jetzt mache ich gerade Stoffwindelwäsche. Und die sind im Trockner. Und ja, deshalb hat sie jetzt eine Wegwerfwindel an. Ich esse jetzt so einen Quarkriegel, Frischkäseriegel aus dem russischen Laden. Und dann mache ich Haushalt. So, das mit dem Haushalt klappt natürlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die kleine Maus nimmt mich immer an der Hand und führt mich wieder ins Wohnzimmer zum Lego, was ja echt total süß ist, ne? Weil sie natürlich nicht alleine spielen will. Jetzt habe ich ihr ein bisschen was gebaut und hoffe, sie ist ein bisschen damit beschäftigt und riecht mich schnell, weil dann gehen wir einfach gleich los spazieren. Da sind sie nämlich beide beschäftigt, Mia und Liana. Ich richte mich jetzt ein bisschen, weil ich ja noch Gäste heute Abend einchecken muss. Und weil ich vielleicht noch mit Liana irgendwas unternehmen wollte. Ich habe ja noch einige Fragen offen aus dem Q&A. Ich möchte ja noch eins drehen, einfach weil ich nicht alle geschafft habe zu beantworten. Aber vielleicht kann ich nochmal hier so ein bisschen drauf eingehen. Ein Thema, das war nämlich das positive Denken, was viele jetzt auch so motiviert und angefangen haben, was mich so unglaublich glücklich und stolz macht, weil es gibt nichts Besseres, wie wenn man jemandem zu mehr Positivität verhelfen kann. Und da kamen auch immer wieder Fragen, wie machst du das, wenn jemand, also weil ich ja gesagt habe, man sollte Negatives aus seinem Leben rausschieben und gerade auch negative Menschen oder negative Erlebnisse. Und dann kam ganz oft die Frage, aber wie macht man das, wenn innerhalb der Familie jemand negativ ist? Die kann man ja nicht wegschieben oder die, von denen kann man oder sollte man sich ja nicht trennen, das ist ja Familie. Und das fand ich eine sehr, sehr interessante Frage, die ich eigentlich gar nicht so beantworten kann, weil ich finde, dass ich eine sehr positiv gestimmte Familie habe. Aber wenn das so ist, dass ihr jemand habt, der nicht positiv ist oder der euch vielleicht sogar richtig runterzieht, der aber ein Familienmitglied ist, dann müsst ihr dieses Familienmitglied versuchen, so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Und
Vielen fällt das nämlich gar nicht auf, dieses immer nörgeln und immer negativ sein und immer jemanden noch so mehr mit runterziehen. Das fällt manchen Menschen gar nicht auf, weil wenn man in diesem negativen Ding drin ist, dann kommt man da schwer wieder raus. Und das ist wie so ein Strudel. Ein Negatives nimmt das nächste mit und das wird dann immer negativer. Und das kennt man vielleicht auch von sich selbst oder hat das auch schon mal erlebt, dass wenn man halt sehr traurig ist oder schlecht gelaunt, nehmen wir mal die schlechte Laune, dass dann eigentlich alles schlecht ist. Na, dass der ganze Tag alles nur nervt und doof ist. Und diese Menschen, die muss man dann einfach versuchen, danke, mein Schatz, hast du wieder Geld irgendwo gefunden, versuchen an die Hand zu nehmen und denen zu sagen, hey, weißt du eigentlich, was du für ein gutes Leben hast? Hör auf zu nörgeln, heute ist so ein schöner Tag. Oder was beschäftigt dich denn? Warum bist du denn gerade so unglücklich? Sag mir doch mal, wie es dir helfen kann. Und ich habe da von einer positiven Anziehung gehört. Sollen wir das mal zusammen ausprobieren? Versuch mal, dir das Negative kurz aus dem Kopf zu wischen. Denk mal an was Schönes. Also, wenn euch diese Person am Herzen liegt und gerade wenn es Familie ist. Ja, gute, gute. Dann versucht, diese Person mitzureißen mit eurer positiven Energie. Willst du Zähne putzen? Du willst eh nur wieder die Zahnpasta ablutschen, oder? Kenn dich doch. Lecker Zahnpasta. Dann ist das einfach so eine tolle Möglichkeit. Eigentlich ist es auch immer schöner, wenn man jemanden dabei hat und sowas zusammen machen kann. Ich bekomme ganz viele Komplimente immer unter meinen Videos, dass ich so ansteckend bin, dass meine Laune so ansteckend ist. Und so ist es. Wenn man positive Menschen um sich rum hat, dann kann man eigentlich gar nicht negativ sein. Oder es ist schwieriger, negativ zu sein. Weil wenn die positive Person dann immer mal wieder so einen Anstoß gibt oder so vielleicht auch stichelt, dann wird die Laune meistens gleich wieder lustiger und besser. Also wenn ihr jemand habt, der wirklich so total miesepetermäßig in der Familie ist und es nervt euch und er zieht euch runter, dann nehmt den mal an die Hand und sagt das dem mal. Ich glaube, kein Mensch möchte negativ sein und kein Mensch findet das gut. Die andere Zahnbürste auch noch? Kein Mensch findet das gut. Soll ich es auch noch anmachen? Gut, 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 gut. Oh, gut, 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 gut. Liana will mal zeigen, wie toll sie Zähne putzen kann. Zeigst du mal, wie toll sie Zähne putzen kann? Ja. Zeig mal. Nochmal. Ah. Super. Toll. Ja, toll. Ist nämlich eigentlich gar nicht super. Wir haben jeden Tag ein Zahnputzdrama. Toll! Super! Super! Sie will nämlich eigentlich nur die Zahnpasta abschlotzen, ne? Aber wir machen das regelmäßig jeden Tag. Manchmal auch ein bisschen mit Tränen. Aber irgendwann gewöhnen wir uns dran, ne? Zähneputzen ist ganz wichtig. Krabben, krabben. Krabben, krabben, krabben. Ja. Geht, geht. Mama? Soll die Mama deine Zähne putzen? Dicke Date. Wieder zurück? Okay. So, wir sind mal umgezogen. Ich muss mir noch die Wimpern tuschen und den Zopf ein bisschen schöner machen, aber Liana wollte an die Brust. Ich möchte aber den Gedanken oder den Satz noch zu Ende bringen. Also, es ist natürlich immer schön, Menschen zu helfen. Und wenn man die Energie und die Zeit dafür hat und jemandem Negativen helfen möchte, dann kann man das natürlich nicht nur bei Freunden oder Familie machen, sondern auch bei dem, der dich vielleicht gerade stört oder der dich nervt. Nur da ist es halt meistens so, dass man ja die Zeit nicht aufbringt, sich um jeden Menschen zu kümmern. Ich würde das manchmal wahnsinnig gern machen, dass man gerade auf die Menschen eingeht, die negativ sind und die böse sind, in Anführungsstrichen, weil die brauchen es natürlich am allermeisten, deine Aufmerksamkeit und deine Positivität. Aber in unserem hektischen Leben und Alltag und mit Kindern und Arbeit und Geld verdienen, können wir das halt leider nicht jedem Menschen helfen.
Aber wir können uns selber helfen und positive Menschen ziehen positive Dinge und positive andere Menschen an. Also ich merke jetzt auch, seit ich das so offiziell erzählt habe, dass ich das mit diesen Gedanken so handhabe, habe ich auch das Gefühl, dass die Community positiver geworden ist. Es hört sich vielleicht komisch an, aber es sind weniger negative Kommentare, es sind viel mehr positive Kommentare, es sind viele Nachrichten auch über Instagram, die sagen, du hast mir geholfen, ich bin viel positiver und danke und alles sehr positiv auf meinem Kanal gerade so abläuft und das macht mich wahnsinnig glücklich und stolz, denn das ist auch so ein Ziel, das ich mir irgendwie gesetzt habe in dem Moment, als ich euch dieses Thema näher bringen wollte. Das Ziel war, macht die Community glücklicher und ja, ich finde, das hat wirklich in großem Maße geklappt und deswegen, ja, wollte ich euch diese Frage nochmal beantworten. Jetzt versuche ich aber trotzdem ein bisschen im Tag weiterzumachen und euch mitzunehmen und gehe jetzt eine Runde spazieren mit den süßen Mäusen hier. Im Garten angekommen. Ich habe gedacht, heute ist es irgendwie kälter. Habe mir die wunderschöne Fuchs- und Kiwi-Jacke angezogen. Die habe ich ja im Partnerlook mit Liana. Ich liebe diese Jacke. Ich brauche noch mehr. Also im Herbst werde ich definitiv noch mehr Partnerlooks bestellen. Jetzt habe ich unseren wunderbaren Kinderwagen geholt. Und Lianchen setzt sich jetzt rein. Und dann machen wir eine große Runde mit Mia. Na? Kannst du alleine reinklettern? Ja? Du bist ja ein großes Mädchen. Hier, noch eins rein. Super! Toll, mein Schatz! Und ich habe noch so ein leckeres Eis aus dem russischen Laden aus der Küche mitgenommen. Wir haben so viel Scheißdreck gekauft gestern. Also Scheißdreck im Sinne von Süßem, es schmeckt super lecker. Es ist ja eigentlich so ein totales, normales Schokoeis in der Waffel, aber es schmeckt so lecker. Das nehme ich jetzt noch mit auf dem Spaziergang. Und dann schauen wir mal, wo uns die Runde hinführt. Ich will heute mal eine andere Runde machen als sonst. Jetzt habe ich gerade wieder so einen Moment. Einmal mal kurz innehalten und schauen, wie man lebt und was man hat. Und Natur genießen. Dass ich einfach hier in so einem wunderschönen Feld stehen darf und es mir gut geht und wir gesund sind und ich hier leben darf, macht mich wahnsinnig dankbar. Das sind so diese kleinen Dinge im Leben, die man immer wieder vergisst. Einfach glücklich zu sein, was für ein Leben man hat. Und ja, dass man leben darf und dass man genießen kann mit Kind, mit Familie, gesund. Einfach wunderschön, oder? Einfach mal wieder die kleinen Dinge sehen im Leben und sich darüber freuen. Das hilft auch total. Wieder zu Hause angekommen. Ich habe so Lust und Durst auf Wassermelone. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Ne? Das ist so eine Frischhaltefolie aus Bienenwachs. Also es ist wirklich wie eine Frischhaltefolie, weil es abdeckt, gibt es bei natürlichfamilie.de. Richtig gut. Und da ist unsere Wassermelone. Los, Liana, komm, die essen wir jetzt. Da wir ja kein HelloFresh haben diese Woche und heute Abend auch kein Brot. Ah doch, ich habe noch Fladenbrot vom russischen Laden. Das könnte ich natürlich auch machen. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch einen Flammkuchen mache, weil da gibt es auf dem Thermomix so ein super tolles Rezept. Das ist einfach, oder ist generell der Flammkuchenteig, ist einfach Wasser, Olivenöl, Mehl und Salz. Ich glaube, das war's schon. Und dann könnte man da lecker Creme Fraiche drauf machen und irgendwas, was ich noch im Kühlschrank habe. Gemüse ist gerade echt rar, aber ich hätte noch zum Beispiel Rahmspinat oder so. Also so einen vegetarischen Flammkuchen irgendwie. Ich glaube, da habe ich Lust drauf und da experimentiere ich rum. Oder ich mache halt so das Fladenbrot überbacken mit irgendwie Käse überbacken. Aber ich glaube, Flammkuchen ist für Liana schöner zum Essen. Ich mache jetzt einen Flammkuchenteig, ihr Lieben. Also, ich mache in der Zeit den Flammkuchenteig und ihr seht, super einfach. 230 Gramm Mehl, 30 Gramm Olivenöl, 120 Gramm Wasser und ein Viertel Teelöffel Salz. Liana
spielt gerade im Sandkasten und das ist wirklich das erste Mal, dass ihr so richtig im Sand spielt. Ich probiere das jetzt mal so ein bisschen für euch zu filmen. Tust du im Sand spielen, mein Schatz? Tust du manchen? Hast du da Wasser? Oh, super! Wasser und Sand. Toll! Kannst du richtig manchen, Matschepampe machen? Ja, das ist toll! So, ihr Lieben, jetzt habe ich Liana zwischendurch ins Bett gebracht. Die war so müde und ich hoffe, sie wacht nicht wieder auf. Es ist wirklich eine Stunde früher wie normalerweise, aber wenn sie heute so müde ist. So, und jetzt zeige ich euch einen Grund, warum ich HelloFresh brauche. Leute, ich freue mich so auf diesen Flammkuchen, aber ich kriege ihn nicht vom Brett. Er klebt fest. Oh Mann, ich bin so doof. Ich hätte ihn wahrscheinlich auf dem Backblech schon ausrollen sollen. Er ist fest und er klebt und ich kriege ihn nicht richtig hoch. Also ich glaube, ich mache mir jetzt eine Flammkuchenrolle. Das müsste doch auch schmecken, oder? Weil ich kriege den unmöglich da weg und heile darüber. Also gibt es jetzt eine neu erfundene Family First Flammkuchenrolle. Passt auf. Katastrophe. Aber schmecken muss das trotzdem, oder? Ist ja immer noch die gleiche Zutat. Nur in einer Rolle. War absolut so gewollt. Flammkuchenrolle. Der neueste Trend. Mmh, lecker. Gibt's doch auch als Pizza, oder? Calzone? Sieht das gut aus. Achtung, ich mache euch noch extra ein bisschen Licht. Jetzt kommt noch ein bisschen Käse oben drauf und dann wird das die erste Flammkuchenrolle der Welt. Und das wird ein Gericht, das jeder nachkochen wird. Oder auch nicht. Ihr Lieben, es schmeckt wirklich fantastisch. Ich habe gerade schon die Hälfte gegessen. Creme fraiche, Rahmspinat, Käse und ein Flammkuchenteig als Rolle. Es sieht jetzt vielleicht nicht so geil aus, aber es schmeckt echt gut. Ich lasse mir jetzt noch die andere Hälfte schmecken. Liana schläft weiterhin und wie heißt er? Mein Mann, André, ist unten im Garten, der grillt mit ein paar Jungs. Und ich schneide jetzt diesen Vlog, dass ihr den morgen habt. Danke, 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 dass ihr in meiner Community seid. Und danke, dass ihr mich verfolgt und bis zum nächsten Video. Ciao.